Tja, das war in der letzten Folge mal eine tolle Sache, ne? Da versuche ich doch sonst was als in den Part reinzuquetschen und dann das geht dann am Ende 28 Minuten. Ja, ey, also, es ist jetzt eine Person hier, die möchte mit mir dieses Rennen fahren. Naja, es kann natürlich sein, dass diese Person das auch nicht schafft, dann wird sie wahrscheinlich kein zweites Mal mit uns versuchen hier. Deshalb, ja, wird etwas riskant. Mal schauen, wie das hier so ist. Bei dem letzten Rennen hatte ich ja Glück dann noch, dass die andere Person das geschafft hat. Hier wird es schon schwieriger. Brich den Rekord, dieser Penner. Denn, wie gesagt, da sieht man schon wieder, er rast hier weg wie sonst was. Ich komme irgendwie auf diese Höchstgeschwindigkeit nicht, warum auch immer. Ich drücke hier diesen Joystick so weit nach vorne, wie es geht. Ich meine, wenn er es schafft, bin ich glücklich. Noch ist er mir weit im Voraus und scheint diese Checkpoints alles zu holen. Kann ich jetzt hier durch? Ich glaube, ich kann jetzt geradeaus durchfahren und dann einfach seit den nächsten Checkpoint nehmen. Das ist ja cool. So kann, das nenne ich mal richtige Arbeitsteilung. Oh, oh, jetzt wird es auch für ihn noch knapp. Nee, doch nicht. Den hat er auch gekriegt. Oh, oh, oh. Aber ab jetzt wird es knapp. Jetzt kriegt wahrscheinlich auch er Probleme. Und jetzt muss ich ihm eigentlich zu Hilfe kommen. Kann ich aber nicht, weil ich gar nicht so schnell hinterherkomme. Was ein Scheiß. Der Chip wird sich aber auch ärgern hier. Ich tue schon mein Bestes, was ich irgendwie geben kann. Das muss der mir jetzt einfach mal glauben. Du schaffst das. Oh Gott. Oh, mir tut dieser arme Chip so leid. Nein. Das schafft er nicht mehr. Das Ziel ist so das Schwerste. Hey, hier geht die Zeit aus. Nicht geschafft. Was ein Ärgernis. Oder? Oder doch? Hat es geschafft? Er hat's geschafft. Wieder haben wir uns, ja, einen anderen Spieler zunutze gemacht. Dieser Spieler wird vielleicht etwas sauer auf mich sein. Ist mir auch äußerst peinlich, dass es bei mir hier nicht so richtig läuft. Aber, ja, wie soll es anders gehen, ne? Ich möchte hier irgendwie weiterkommen. Gut, hiermit können wir nichts anfangen mit dem Teil. Scheiß drauf. Hauptsache, wir kommen hier im Spiel weiter. Oh, oh, oh. Naja, derjenige hat immerhin deutlich mehr Punkte gekriegt. Ich habe 1000 Punkte dafür gekriegt. Aber trotzdem immer noch 1181 Bucks bekommen. Also ordentlich Kohle. Naja, ne? Irgendwie. Oh Gott, ist mir das peinlich. So wird's gemacht. Der gebrochene Rekord ist eine klare Botschaft. Yeah. Genau, mein gebrochener Rekord. Ja. Sorry, Mann, sorry. Zoe, hast du die St. Louis V2 schon unter Zeugenschutz? Vielleicht. Wieso sorgst du dich so um die Tussi? Ich will kein Blut an den Händen. Wieso? Ich will nur, dass du überlebst. Die neue ID ist in der Pipeline. Yo, ich hab da was, das du sehen solltest. Check die Karte.
Kennst du die Kiste? Die gehört der V2 aus St. Louis. Jemandem, der tot sein sollte. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warte auf meine Jungs, dann findest du es heraus. Du weißt gar nicht, wie du leiden wirst, wenn ich dich in die Finger kriege. Zoe, Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt habe. Was? Wie? Keine Ahnung, aber ich habe seine Jungs am Hals. Bist du aufgeflogen? Ich denke nicht. Aber mit Troy will ich nicht mehr arbeiten.
Da war doch gerade... War jetzt gerade tatsächlich mein Mikrofon weg, frage ich mich. Das war ja eine ärgerliche Nummer. Ich hoffe nicht zu lange. Ja. Schön, dass wir auch das geschafft haben. Wir kommen tatsächlich weiter in das Story. Alex, bist du okay? Bestens. Und die B2? Sie ist weg. Tut mir leid, Alex. Troy hat sie. Alex? Okay, ich bin okay. Schätze, ohne Troy stehen wir wieder dran. So, soweit war ich in der Beta. So, auf dich hat Troy also einen Killer angesetzt. Wer bist du? Ich heiße Herschel Craig und bin V2 in Chicago. Komm rüber, ich könnte einen wie dich gebrauchen und sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Oder Zoe, ein Typ namens Herschel Craig hat mich nach Chicago eingeladen. Fein gehabt. Herschel ist dort V2. Er und Troy wollen wie vor für den ganzen mittleren Westen werden. Er verschafft dir dein Tattoo, Alex. Setze einen Wegpunkt und los. Okay. Machen wir das in Chicago. Waren wir ja schon, wo ist er? So, der Chauffeur. Nein, nein, ja. Okay, das war die Nummer, wo ich dann nämlich nicht mehr weiterkam. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Fahr hin und wir können reden. In der Beta. Und das wird hier auch, wenn ich da schon nicht mehr weitergekommen bin, hat das hier Freude. Wurde auch Zeit. Bring mich an diesen Ort. Nein, schnell. Wir reden unterwegs. Kann nicht. Das wird nicht funktionieren. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Wie soll ich denn hier in der richtigen Zeit da ankommen? Ich habe keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Mein Wagen ist doch viel zu langsam. Ich fahre gerade 140. Wie soll ich das denn schaffen? Mit 140 komme ich niemals in so kurzer Zeit dahin. Immerhin sind es 4 Kilometer. Und du gehst nur eine Minute. Herschel, du bist einfach nicht sehr nett. Wahrscheinlich steigt auch keine mit dir ins Bett. Keine Ahnung, ich brauchte irgendwas, was sich reimt. Du willst dein 5-10-Tattoo? Ja, ich möchte ein 5-10-Tattoo. Verhilf mir zum V4 und es gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Springen, ja. Gut. Packen wir es an. Ich glaube ich besser. Das wird nichts mehr. Glaube ich. Und da geht es noch viel, 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 viel weiter. Wir müssen uns beeilen. Ich hatte meistens immer noch... War ich glücklich, wenn ich ein ganzes Stück später 30 Sekunden hatte. Also werde ich hier keine guten Chancen haben, glaube ich. Ja, das sieht man schon. Da hinten ist erst das Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll, diese Mission. Das sind echt welche, wo ich hier irgendwie ganz stark im Nachteil bin. Wohl, weil ich mit dem Joystick fahre oder so. Ja, da bin ich auch raus schon wieder hier. So, auf Null. Das ist mir aber egal, denn... Mal gucken, vielleicht hat ja unser Kumpel in Anführungsstrichen nochmal wieder Lust. Wer weiß. Kann ja mal passieren, sowas. Dass da jemand Lust hat. Crewcore, Mascha. Machst du? Das sind halt diese Rennen, die ich einfach nicht kann. Ja, er macht. Oh, das ist ja mal richtig nett. Da habe ich doch mal einen netten gefunden. Super Sache. Super Sache. Juhu, vielleicht schaffen wir dann auch das. Ich weiß, das ist ja, der Let's Play wird sinkt damit vielleicht ein bisschen, aber das Ding ist, mir geht es halt auch einfach nur ums Rumfahren und so, aber ich möchte halt trotzdem hier weiterkommen ein bisschen in der oder auch Zeit. Story. Vielleicht geht das noch später Ort. Leichter, Schnell. Wenn wir dann halt unterwegs. Da in höheren Geschwindigkeitsklassen rumhängen. Ich weiß es nicht.
Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Das ist so peinlich, dass es hier nicht hinhaut, ne? Ich meine, mein Wagen ist schneller als der von dem Typen. Und wahrscheinlich, nehme ich mal an, ich meine, seien sie es ein Jeep. Und das ist ein Ford Focus RS. Ich weiß nicht, ob sein das auch Street getuned ist. Ich nehme es an. Wahrscheinlich braucht man dafür auch wieder ein Streetcar hier für diese Nummer. Und da zischt er davor. Der ist schon wieder 600 Meter von mir weg. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe hier irgendwie ein großes Problem. Du willst dein 510-Tattoo? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4 und es gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Ja. Gut. Packen wir es an. Eigentlich ganz okay, ne? Na, das ist ja wenigstens noch einigermaßen angemessen, gerade wie es jetzt läuft. Läuft ein bisschen besser als eben. Aber wahrscheinlich haben wir trotzdem jetzt hier gleich die 30 Sekunden. War klar. Halt dich wegen mir nicht zurück. Genau wegen dir. Ach Gott, das ist doch klar, als ob ich wirklich auf ihn achten würde. Das glaubt ihr doch nicht im Ernst. Ich bin nicht der Typ, der auf andere Leute achtet. Aber jetzt hoffe ich mal, dass der auch das Rennen hier noch schafft. Ich weiß nicht, wie super der Typ ist hier. Oh, 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 oh. Mal gucken. Ich glaub's nicht. Ey, bravo. Bravo an dich. Das muss ich jetzt mal sagen. Muss kurz den Namen finden. Und wir sind sogar wegen ihm Schuhplatzen geworden. Oh Gott, das ist eigentlich... Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Halt. Ach Gott, das muss einem schon echt peinlich sein hier. Ich bin so abhängig hier von den anderen Spielern. Bist du eigentlich noch da? Was? Du? Bist du noch da? Ein bisschen. Ah, ein bisschen, okay. Alter, ich bin so abhängig hier von den anderen Spielern. Das glaubt man nicht gar nicht. Da sind wir. Gut, wir haben einen Deal. Schlage Troy, hol mir mein V4 und du bekommst dein Tattoo. Yeah. Check die Karte, du musst ein Rennen gewinnen. Dann gibt es das Tattoo? Das war der Deal, jetzt verdienst du. Also Craig. So, mal schauen. Ach, da gibt es jetzt mehrere Rennen zur Auswahl. Ist ja eine tolle Sache, aber ich muss wahrscheinlich auch gleich den Part beenden, ne? Omar. Normal. Gibt es auch leichte Rennen? Normal. Normal. Also hätte es jetzt ein leichtes gegeben, dann hätte ich das schnell nochmal gemacht. Aber scheinbar gibt es das nicht. Dann fangen wir mal hier an. Ich weiß nicht, ob... Ach komm, wenn er Lust hat, können wir das gleich im Koop machen. Mal schauen. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nach dieser kurzen Videosequenz. Er ist jetzt Troys Hauptmann. Statuiere an ihm ein Exempel.